Mr. Morgan. Reverend, I just want to thank you for saving my life. The liquor is not my friend, Mr. Morgan. It really isn't. I make such a fool of myself. Don't worry about it. Naja, was soll man jetzt dazu sagen, ne? Lying on the other hand, that really is a sin. Easy. Any idea of the hole I'm in? Oh, come on! Why's it always gotta be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. I do. I do, but what I get paid ain't enough for one person, let alone two. Your money's gotta be your problem now. The only problem I got is this bleating going on in my ear. Now lay off it, Lily. God damn it. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners! Son of a bitch! Junge, wenn du dich einmischst, dann hast du ein Problem. Kann ich nochmal mit dir reden? Leave me alone, won't you? Hey, you've got the debt. What do you want? I didn't steal that. It's a debt. Oh, damn it. Can a man have some peace? Ich war überhaupt gar nicht. Was für ein Arschloch, ehrlich. Ich reite mal weg. Ja, also wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich jetzt bei der anderen gewesen, bei der wir gestern nicht die Schulden eintreiben konnten. Es liegt allerdings nur daran, dass nachdem ich wieder gerespawnt bin hier in der Ecke, ich seltsamerweise da nichts machen konnte. Also das war irgendwie, ja, total komisch. Da möchte ich hin, das möchte ich markieren. Dankeschön. Der hat dann auf einmal auf mich geschossen und da stand dann nur noch, dass das daran gelegen hat, an meinen Taten. Was auch immer das jetzt heißen soll. Ich hoffe jetzt mal nicht. Oh, ich... Ich war doch gar nicht mehr in dem Bereich drin, ihr Arschlöcher. Die sind jetzt auf der Suche nach mir, okay. Dabei bin ich denen extra aus dem Weg geritten. Wir reiten jetzt einfach mal komplett in die falsche Richtung, aber halt immer stetig in diese Richtung. was ist das denn? Eine Bisonherde. Eieiei. Da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal zurück, sobald ich nicht mehr gesucht werde. Nee, also zum Waschen finde ich jetzt hier nichts. Das heißt, ich werde mich mal... hast du mich gerade gerufen? Ja. Yeah? Huh. How are you? What? Listen. We're gonna be okay. If you say so. What about the money? Back at Blackwater. Now is not the time for doubters. I ain't a doubter nor a believer. I ain't nothing. So you keep saying. Next time, Arthur, try faith. Try faith. Ja. Ach so, die Kasse. Genau, da muss ich ja auch noch eben hin. Bevor ich jetzt hier irgendetwas mache, gehe ich nochmal schnell zur Kasse und zahle ein, was ich hier an Schulden aufgetrieben habe.
So, sehr schön. Um eine Verbesserung für das Lager zu kaufen. Kontrollbuch? Oh, Moment. Was können wir uns denn leisten? Um die Lagerverbesserung zu sehen. Erhöhe die Vorräte des Arzneiwagens und füge Schlangenöl hinzu, um dein Dead-Eye aufzufüllen. Ja, aber das kostet 24. Ich meine, gut, das ist ja dafür da, dass man auch was kauft, ne? Erhöhe die Vorräte des Munitionswagens und füge Repetiergewehrmunition und Pfeile hinzu. Das wäre natürlich nicht schlecht. Kaufe eine Pferdestation für das Lager. Hole deine Pferde aus Ställen zu dir oder rufe dein Pferd ins Lager. Oh, das ist aber sehr teuer, okay. Das können wir leider nicht machen. Aber die Sache mit den Waffen wäre gar nicht so schlecht. Ich würde jetzt mal einfach sagen, das kaufen wir mal. How did you get on, Herr Morgan? I made a start on things. Haven't recovered all of it yet. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Ja, irgendwie schon, ne? Okay, von wem hat der jetzt gesprochen? Wahrscheinlich hiervon. Wobei das jetzt auch wieder frei ist. Aber ich möchte jetzt... Jetzt steht da was mit H. Hosea braucht Hilfe bei einer neuen Geschäftsidee bei der Emerald Ranch. Okay. Ja, dann haben wir doch noch ein bisschen was zu tun, bevor wir uns dem Pferd widmen können, befürchte ich. Ja, brauchen wir das nicht alle? Can I get a few cents? So, irgendwo hier muss ich jetzt mein Kopfgeld bezahlen können. Guten Tag. Happy to assist you in a moment. Liberty is worth every penny. And I pay his service. Ach, das sind die Bundesstaaten, okay. Okay. Also, wir haben dann gerade mal unser erstes Kopfgeld bezahlt und wissen jetzt auch, dass... Hello, ma'am. Wissen jetzt auch, dass... Will somebody help me out? Hey, mister. Howdy, partner. I was in the army. Hello, sir. Hello. Dass, ja, ich komme ja gar nicht mehr zum Reden. Wir wissen jetzt auch, dass... man das jetzt wirklich hier bei der Post macht. There we go. Oh nein. Oh, das arme Pferd. Hey, you there. Think you could help a lady out? My horse up and died on me, twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Yeah, sure. Hop on. Oh, thank you, sir. Hinten liegt sogar noch eine Decke, eine Haut. Wo müssen wir denn hin? Emerald Ranch. Mind taking me there? Achso, die wird gelb eingezeichnet. Das liegt genau in der gegengesetzte Richtung. Aber okay, was tut man nicht alles? Glad I ran into you. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Oh, losing a horse is hard. Sorry to hear that. Ja. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool, always complaining. But does he do something about it?
Man barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage, for me, has been nothing but trouble. But Biscuit? He was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise, because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Oh yeah? Yeah, had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So, you live at Emerald Ranch then? For the time being. I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon, though. Emerald Ranch, well, it's a strange place. How so? The owner's a mean bastard. Strange, too. Delights in bullying folk. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. When I asked about her, everybody told me to leave it alone. Found an old saloon there, all shut down now, but I went in to have a look, and there's bullet holes, old blood stains. Something definitely happened there, but I couldn't figure it. Just an uncomfortable feeling to the place. Either way, it's time I left, especially now I lost that poor horse. I'll collect my belongings and be on my way. Back home? I guess. I'll bet my husband's right where I left him, bottle in hand. Oh, we're getting close now. Here we go. This is great. This was kind of you, mister. Please, take this as my way of thanking you. Dankeschön, gute Dame, dankeschön. Appreciate it. What a lousy day. Hey, mister, help me. My horse died and I'm stuck here. You gotta help me, mister. Ich bin mir nicht so sicher. Mister, it won't take long. How about we skip the small talk, eh? Ja, ich hab's gewusst, Arschloch. Wo ist mein Pferd? Habe ich den jetzt doch getroffen? Ja, plündern werde ich dich. Aber erst, wenn der Zeuge weg ist. Ein Dollar. Und eine Arznei. Ja, ich weiß ja nicht. Bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wirklich einer ist. Naja, das hört sich so ein bisschen seltsam an irgendwie. Helfen Sie mir und ich werde Ihnen helfen. Help me, please, kind sir.
Der geht auch schon weiter. Please, someone show kindness on a man with no sight. Wieso kann ich hier nichts machen? Help a blind man. Here you go. So, bitteschön. You keep hidden all that matters, sir. Maybe even from yourself. All right. Well, I'll have to take your word for it.